Der Machfeldkanal wurde zwischen 1986 und 2004 errichtet. Das 100 Kilometer lange Gewässernetz sichert die Wasserversorgung, steigert die Wasserqualität, verbessert den Hochwasserschutz und ist auch für den Tourismus wichtig. Der Machfeldkanal wurde nach einem völlig neuen Konzept errichtet, nämlich nach dem Konzept des naturnahen Wasserbaus und nach ökologischen Grundsätzen. Zu der damaligen Zeit war der Klimawandel eigentlich noch kein Thema. Heute ist der Klimawandel bereits ein Teil der Strategie des Machfeldkanals als grünes Band, das quer durch die Ebene des Machfelds fließt. Das Machfeldkanalprojekt beschäftigt sich vor allem mit zwei Themen. Das eine Thema ist die Wasserversorgung und das andere Thema ist der Hochwasserschutz. Beide Themen gehen weit in die Vergangenheit zurück. Es haben sich da viele Generationen schon damit beschäftigt und es sind Themen, die in Zukunft von großer Bedeutung im Hinblick auf den Klimawandel sein werden. Man kann durchaus sagen, dass das Machfeldkanalprojekt gut aufgestellt ist und für den Klimawandel gerüstet ist. Das betrifft sowohl die künftig zu erwartende Verlängerung der Vegetationsperiode, die Zunahme der Temperatur, als auch die Zunahme der Verdunstung, die alle dazu führen werden, dass der Wasserbedarf in der Region steigen wird.